30 Kilometer vor Schwedens Südküste und 90 Kilometer vor Polens Norden liegt Bornholm, die östlichste Insel Dänemarks. Früher kamen die Maler vor allem wegen des natürlichen Lichts hierher, wahrscheinlich auch per Schiff, genau wie wir. Aber ihr eigenes Zuhause, so wie wir unseren Camper, hatten sie damals sicher noch nicht mit dabei. Jetzt im Sommer, da kommen die meisten Gäste in das dänische Foodie-Natur- und Künstlerparadies. Kommen Sie mit auf einen Ostreport-Roadtrip quer über die Sonneninsel Bornholm. Vom Hafen der Hauptstadt Rønne geht es erstmal bis an die Südspitze nach Duo, mitten durch die hügelige Kornfeldlandschaft. 42.000 Inselbewohner leben hier, viele von der Landwirtschaft. Unser erster Halt mitten im Kiefernwald, hinter einer Düne im Naturschutzgebiet. Der Familiencampingplatz Duo. Vierhundert Camper verbringen hier im Juli ihren Sommerurlaub. Hochsaison. Ganz vorne steht bei Lasse nur, wer hier seit Jahrzehnten herkommt. Meistens in dritter oder sogar vierter Generation. So, das hier ist ein von den beliebtesten Ecken hier. Direkt am Wasser, unter den Bäumen. Und hier sind es immer voll, die ganze Sommer. Platzwart auf der Insel statt Manager in der Großstadt. Der Familienvater hat das Camp vor 5 Jahren von seinen Eltern übernommen. Alles klar, Lars. Wir sehen uns morgen dann. Ich kenne auch so viele hier. Meine Gäste normalerweise sind wie meine Sommerfamilie, sage ich immer. Es ist wie meine Freunde. So, das ist warum. Es ist nicht nur ein Job hier, es ist auch super Spaß. Von Mai bis Anfang September kümmert sich Lasse um die Probleme seiner Campinggäste. Heute um die platte Hüpfburg. Na, Opa, was sollen wir machen? Erde, Strom. Er macht viel, jeden Tag. Aber wir haben so viel Spaß zusammen. Das ist gut. Er ist wie ein Opa für mich auch. Er ist nicht meine Opa, aber wie ein Opa. Oh, siehst du? Da ist Wasser da, Opa. Da ist Wasser da. Ja, ich sag ja. Bisschen Pumpe. Versuch, denkst du jetzt? Oh, ach. Kondensator. Da ist Wasser da. Das Gute ist, ich suche mir die Arbeit selbst. Ich darf machen, was ich will. Nee, er sagt nie, du musst jetzt das. Nur wenn mal Strom weg ist, dann kommen die Gäste. Regnet, ja, ich habe keinen Strom. Da liegt das Kabel im Wasser, die Stecher. Thorsten kommt seit Ende der 70er Jahre jeden Sommer als Urlauber. Die Hausmeisterarbeiten erledigt er freiwillig. Jeder weiß, wo man ihn findet. Immer an seinem Stammplatz, die 140. Es ist das Wasser, es ist der Strand. Und so einen Strand mit dem Sand findest du nirgends. Ich wüsste nicht. Ostsee in Deutschland, nicht? Diesen feinsandigen Strand, das ist einmalig. Den feinen Sandstrand gibt es nur im Süden auf Bornholm. So feinkörnig, dass er früher durch Sanduhren rieselte. Heute lockt er die Camper aus den Zelten oder der frische Brötchenduft aus Lasses Kiosk. Alles klar? Es ist ein bisschen warm, so. I really like talking to people. I like the social. Ich rede gerne mit Menschen und mag den sozialen Austausch auf dem Campingplatz. Ich habe hier viele neue Freunde gefunden. Es ist eine ganz neue Freiheit.
Gerade wenn man selbstständig ist, verglichen mit meinem Job als Angestellter, ist das hier viel besser für jemanden wie mich. Lasse hat Architektur studiert, dann als Wakeboardlehrer in den USA gearbeitet und dort seine Frau kennengelernt. Dann ist er mit ihr von Baltimore nach Bornholm gezogen. Erst hat Lasse in der Hauptstadt Rönne im Klempnergeschäft gearbeitet, dann 2018 den Campingplatz übernommen und dann ist plötzlich sein Vater gestorben. Noch bevor Lasse richtig wusste, wie der Laden läuft. Ich konnte immer meinen Vater fragen für Dinge, aber jetzt war er weg und dann konnte ich nicht fragen mehr. So, ich musste viel lernen in einem Monat oder so. So, das war eine Saison. Willkommen, einmal mehr. Vielen Dank, schön, wir freuen uns hier zu sein. Ingbert und seine Frau Angelika kommen seit 1989 nach Bornholm. Immer in der Hoffnung auf den perfekten Stellplatz. Und endlich mal die richtige Größe. 86. Ja, okay. Alles richtig. Wunderbar. Wir haben 3 Jahre Vorlaufzeit gebraucht, um unseren Traumplatz zu bekommen, wo wir auch unser komplettes Zelt mit allen Anbauten und Vorbauten aufstellen können. Und jetzt sind wir total happy, dass es dieses Jahr klappt. Ihr Baumwollzelt ist 40 Jahre alt und braucht unbedingt Sandboden. Und die muss man an der richtigen Stelle hinlegen und dann alles miteinander verbinden. Und dies ist dieser etwas anstrengende Beutel, wo das Gestänge drin ist. Den Eingang nach da, Küchenzelt nach da. Ja, genau. Gut. Ich habe Ärztinnen und Direktoren und auch normale Menschen, Klempner wie ich. Aber hier sind alle die gleiche. Hier sind sie ein Camper. Und dann nehme ich den hier wieder hoch. Genau. Welche muss denn da durch? Das ist die Seite, Willi. Wir haben lange gesucht nach so einem Zelt und immer nicht gefunden. Und auf einmal war das ganz in der Nachbarschaft von meiner Frau. Gleich 2 Häuser weiter, da lag das auf dem Dachboden. Kein Campen ohne Grillen. Ich habe meine Nachbarn zum Abendessen eingeladen. Das sieht ja toll aus. Schön, ne? So. Willi, willst du hier hin? Muss ich eh. Ein bisschen schwarz werden die. Und? Jemand, eine helle, die jetzt dunkel ist. Du möchtest sie? Guck mal, die ist auch nicht so dunkel. Ja? Du auch? Und seit wann kommt ihr hierher und campt? Genau hier? Seit 1992. Ist das jetzt so aus dem Kopf direkt? Natürlich. Wir sind öfter dann hier gewesen, weil das so schön war, ne? Und haben das richtig, ja, genossen dann. Weil die Kinder können einfach hier raus, ne? Du bist als Eltern eigentlich total entspannt. Die gehen morgens raus und kommen eigentlich nur wieder, wenn sie Hunger haben. Also ich war auf jeden Fall schon als Kind hier, auch des Öfteren. Und dann, ich glaube, mit 15 war ich nochmal hier. Das war dann vor 30 Jahren. Und dann habe ich hier sogar meinen ersten Freund kennengelernt. Das war nicht ich. Wird das denn nie langweilig, wenn man seit über 30 Jahren immer zu demselben Ort fährt? Nein. Einmal lernst du unheimlich viele Leute wieder neu kennen. Man hat auch alte Bekannte dann da. Gut, die man von früher kennt oder die man schon öfter gesehen hat, aber wird nicht langweilig. Nein. Sobald man auf die Insel kommt, finde ich, ist das alles entschleunigt. Also mich entschleunigt Bornholm total und das tut einfach so gut. Also es ist Entspannung pur tatsächlich. Entspannung suchen wir am nächsten Tag auf dem Wasser. Der Belka-Strand liegt 5 Kilometer weiter nördlich. Wie überall auf Bornholm weht hier fast jeden Tag der Wind. Ah,
einer der Gründe, warum auf der anderen Inselseite, mitten in der Ostsee, bis 2030 ein gigantischer Windpark entstehen soll. Aber das beeinträchtigt sein Geschäft nicht. Es ist Bjarkes 30. Saison in Bornholms ältester Surfschule. Vor 10 Jahren hat er auch seinen Zweitjob als Filmproducer aufgegeben und arbeitet jetzt nur noch am Strand. Ja, das passt. Ja, gut. Und heute kommt der Wind von hier oben. Und heute ist der Wind ganz stark. Mhm. Mhm. Aber wir versuchen fahren in Richtung so hier raus und zurück hier. Okay. Mhm. Und Vorsicht, wir kommen nicht so weit raus. Ja. Kommst du da hin, dann komme ich natürlich mit dem Motorboot und abhol dich. Ja. Okay? Ja, also vorher hat mein Onkel der Surfschule. Hm, so für viele, ja, kommt ihr hier als ein Kind und guckt und denkt, ach, das wollte ich gerne machen. Und alle sagt, du musst eine Ausbildung kriegen. Und ich habe natürlich wie alle anderen eine Ausbildung gemacht, aber immer gedacht, dass das hier ist so ein schönes Leben. Und hier am Strand im Sommer mit jungen Leuten und alle Leute und surfen. Für den Nachmittag ist Regen angekündigt. Deswegen unterrichtet der gebürtige Bornholmer heute Fortgeschrittene und Anfänger parallel. Du siehst, dann passt es dabei. Dann ein kleines Mühl vorbei. So, dann der. Gott, bist du mal zurück gehen? Dort, aus deinem Arm. So, dann der. Perfekt. Ein Buch bieten wir. Ich finde das so schön, dass die Leute, die kommen hier, das ist immer lustig. Und Leute haben Urlaub und ist immer so eine gute Stimmung hier. Und dann finde ich das auch, also so hier stehen in der Natur und arbeiten, das ist für mich Leben. Gerade hat Bjarke seinem 8000. Schüler beigebracht, wie man richtig mit Brett und Segel umgeht. Auch seiner Freundin Charlotte hat er das Windsurfen erst beigebracht. Sie wohnt in Schweden, hilft ihm aber während der Hauptsaison im Sommer. Weil ich Bjarke liebe und Bornholm liebe. Es ist ein toller Ort im Sommer, vor allem weil es hier so sonnig ist. Bjarke war als Surflehrer auf Hawaii, den Philippinen, in Brasilien und in der Karibik. Inzwischen nur noch auf Bornholm. Kijk fremad her. Ja, det er fint. Og sejle lidt fremad, Karla. Så ikke så meget. Ja, det er meget fint. Hold balancen. Ja, var du god. Ja, det er sehr gut. Heute ist eine unglaublich schwer. Vom Balka-Strand fahren wir ins Kreativzentrum der Insel in Bornholms zweitgrößte Stadt, Nexö. Einst wichtiger Fischereihafen. Inzwischen verstecken sich hinter den Mauern der ehemaligen Werfthallen Skulpturenpark und Skatecenter. Nexö ist international bekannt für Glas-, Keramikkunst und Start-ups. Wir wollen über Nacht bleiben, auch wenn wahrscheinlich eher in unserem Wohnmobil. Es regnet und regnet und regnet in einer Tour. Typisch Inselwetter. Am nächsten Morgen weckt uns die Sonne. Zum Glück, denn es geht zurück zum Balka-Strand. Aber heute schlafen wir nicht im Wohnmobil, sondern im Echo Beach Camp. 14 Zelte stehen mitten in den Dünen. Maunus führt 2-Sterne-Restaurants in Kopenhagen und auf Bornholm und hat das nachhaltige Zeltdorf erst in diesem Jahr übernommen. Economy has been grown by that. Yeah.
Das ist deine erste Saison im Paradies? Ja. Warum hast du das hier übernommen? Wir haben nach einer Übernachtungsmöglichkeit für unsere Restaurantgäste auf Bornholm gesucht. Und dann hat sich das hier ergeben und wir haben gesagt, wir versuchen es mal. Was sollen deine Zeltgäste hier erleben? Sie sollen erleben, wie es ist, mitten in der Natur zu sein. Nachts ist es mucksmäuschenstill und morgens ist es ganz ruhig. Es ist so schön, so aufzuwachen. Und jetzt, Anfang Juli, ist es schon sehr früh, ganz hell. Auch das ist eine besondere Erfahrung. Du hast gesagt, ich soll nur das Nötigste einpacken. Ich frage mich schon die ganze Zeit, warum? Ich glaube, wir haben das Wichtigste schon da. Let me see. 10, 12. 12. Exactly. Wir lieben die Senderzeit. Come on in. Das ist ja eher Glamping. Es ist Glamping, ganz genau. Sogar im Regen bist du hier trocken und sicher untergebracht. Und sicherlich hat es einen Grund, warum ihr es Echo Beach Camp nennt. Wir versuchen der Natur so wenig wie möglich zu schaden, indem wir zum Beispiel die richtigen Zeltstoffe und Bezüge verwenden. Wir waschen alles hier und trocknen es im Wind. Und wir kochen so regional und biologisch wie möglich. We're cooking as local as and as organic as possible. Die großen weißen Zelte sind aus nachhaltigem Baumwollstoff. Nebenan gibt es ein Gemeinschaftswaschhaus. Der Essensbereich mit der offenen Küche ist der Mittelpunkt im Camp. Maunus hat seine Frau Freya vor 5 Jahren auf Bornholm geheiratet. Jetzt ist er mit ihr und den Kindern im Haus hinter dem Camp eingezogen. Freya hat ihren Job in einer Werbefirma in Kopenhagen aufgegeben und möchte auf Bornholm Lehrerin werden. Einer der Gründe, warum wir nach Bornholm gezogen sind, wir wollten mehr Zeit zusammen. Maunus arbeitet weniger im Winter, schraubt dafür sein Arbeitspensum jetzt im Sommer hoch. Und ich? Ich habe tatsächlich noch mal angefangen zu studieren. Yes. 14 in the first seat and 12 in the second seat. So you need to hold some chicken left. Under control. Maunus' Team rotiert. Beachbar statt Sternerestaurant und Barbecue statt nordischer Küche. Hier auf Bornholm im Camp dürfen sich alle ausprobieren. Poncho grillt heute Hühnchen nach patagonischer Art für die Zeltgäste. Es ist mir egal, ob ich in einem Sternerestaurant koche oder nicht. Hühnchen richtig grillen ist knifflig. Du hast die Brust, die Flügel und die Beine und du willst das Fleisch saftig, aber nicht roh. Da muss man die richtige Balance finden. Deswegen grille ich das Hühnchen sehr weit über dem Feuer und nicht direkt. Maunus ist Boss und Freund, gleichzeitig sehr streng und nett. Wenn dein Boss am meisten von allen arbeitet, dann ist das die Messlatte für alle anderen. Maunus' Idee, seine Gäste sollen sich beim gemeinsamen Essen kennenlernen. Ich sitze bei Nina, Stefan und ihrem Sohn Jaro am Tisch. Die drei zelten seit 5 Tagen im Strandcamp und kommen aus Zürich. Was catcht einen denn als junge Familie aus der Schweiz auf Bornholm? Ich glaube, es ist egal, wo wir hingehen und wo in Urlaub, wenn wir merken, es ist irgendwie was Kleines, Feines und die Leute stehen voll dahinter und lieben es, Gastgeber zu sein, dann sind wir ab dem ersten Moment so mit dabei. Und ich glaube, das ist das, was wir hier gefunden haben, was wir mega genießen. Und dann irgendwie die Größe von der Insel finde ich mega cool. Also es ist irgendwie nicht riesig, wo du das Gefühl hast, du musst irgendwie 2 Stunden im Auto sitzen, um was zu sehen. Und dass irgendwie viel passiert und doch nicht viel. Ich finde das noch ganz komisch zu beschreiben. Man kommt ein Örtchen hin und denkt, ist das ausgestorben? Nein, es ist einfach so ruhig, es lebt, aber es ist nicht
wie wenn man in einer Stadt lebt, dass es overdosig ist. So, ich finde das irgendwie ganz eine komische Mischung und finde das irgendwie mega, mega angenehm und entschleunigend. Ich glaube, das ist das, was wir im Moment so auch als Familie gerade brauchen. Für mich ist das ehrlich gesagt keine Arbeit. Ich lebe ja hier. Stehe morgens auf, um Frühstück zu machen. Tagsüber bin ich im Café und abends im Restaurant. Wenn ich hier arbeiten würde, wäre ich ganz schön erschöpft. Also sage ich einfach, das ist mein Leben hier. Am nächsten Morgen wollen wir dahin, wo es die meisten jungen Familien auf Bornholm hinzieht. Nach Svennecke, 14 Kilometer weiter nördlich. Viele Kopenhagener sind in die Stadt an den Klippen gezogen und pendeln von hier 4,5 Stunden in die dänische Hauptstadt. Die schönste Kleinstadt Dänemarks, wie ein Wettbewerb vor 11 Jahren befand, ist wie eine kleine Zeitreise. Typisch die roten Ziegeldächer und Sprossenfenster wie zur Bauzeit Mitte des 19. Jahrhunderts. Damit das so bleibt, beraten Svennecker Bürger bei Renovierungen ehrenamtlich. Dafür wurde extra ein Verein gegründet. Mehr als 200.000 Euro haben sie für den Erhalt der Fassaden privat gesammelt. Jeden Mittwoch und jeden Samstag ist Markttag in Svennecke, ausschließlich mit lokalen Produkten. Highlight der Markttage? Hönsesgüding. Bingo mit Hühnern. Ein ungewöhnliches, aber auf Bornholm traditionelles Spiel. Klaus organisiert den Losverkauf mit seinen Freunden. Ich habe noch nie Bingo gespielt, Klaus. Jetzt Hühnerbingo zum ersten Mal. Wie funktioniert denn das? Wir nennen das Hühnerscheißen hier auf Bornholm. Aber es funktioniert so, dass man die Gäste kauft so einen Bon. Eine Zahl. Das kann der Glücknummer sein oder was weiß ich dann. Das erste Huhn kommt rein auf das Platz, macht eine Signatur auf einer von den 100 Nummern her. Was meinst du, wie viele Nummern brauche ich, um vielleicht Glück zu haben? Wie viele soll ich? Wir können ja mit 3 anfangen. Okay. Also dann, Sicherheit ist 100. Ich kaufe erst mal 3 Lose. Ich habe 46. Ja, dann nehme ich die. 3, 46, 45. Genau gucken. Bitte dorthin kacken. Oh, das Sie heißt, haben es sehr schön da. Hallo. Hallo, Bulle, Bulle, Bulle. Das ist Veronika, Vera und Victoria. Sehr schön. Im Schnitt dauert eine Partie Hühnerbingo 10 Minuten. Der diesjährige Rekord liegt bei 3 Minuten und 13 Sekunden, erzählt Klaus. Dann hatten alle 3 Hühner ihren Kot auf ein Karree im Bingofeld gesetzt. Die Hühner kommen sofort nach der Partie nach Hause. Willkommen zu Hönsesgüding in Svennecke, på en herlig solskinsdag. Wir sind på pladsen, meine Damen und Herren. Die Tradition des Hühnerbingo kam vor 27 Jahren von den Erbseninseln, die kurz vor Bornholm liegen, nach Svennecke. Zweite Prämie 57. Als 2 Fischer sich nicht entscheiden konnten, wer das nächste Bier holt, ließen sie ein Huhn entscheiden. An wessen Sitzplatz ein Hühnerkot näher lag, der musste losgehen. 72, 85, 57. Heute sind Veronika, Vera und Victoria nach genau 4 Minuten fertig. Leider nicht mit meinen Zahlen, aber Joachim hat genau diese Kombi getippt und Bier aus der lokalen Brauerei gewonnen. So, feeling very lucky today. Ich bin total happy. Also es war super und ich bin das erste Mal dabei. Je weiter nördlich wir kommen, desto felsiger die Küstenlandschaft und desto größer die Anstiege.
Und sein nächster Stopp, Gudhjem, ist Dänemarks einzige Bergstadt. Götterheim heißt der Name wörtlich übersetzt. Früher Sehnsuchtsort berühmter Maler liegen die Ateliers lokaler Künstler noch heute in den kleinen Gassen hinunter zum Hafen. Von Gudhjems Hafen geht es per Fähre 18 Kilometer nordöstlich hinaus zu den Erbseninseln, dort wo das Hühnerbingo erfunden wurde. Kristiansø ist die größere Insel der ältesten Seefestung Nordeuropas. Dort, wo früher Gefangene hinverbannt wurden, treffen wir den Surflehrer Bjarke wieder für eine Robbentour. Wir haben unseren Dreh mehrfach verschoben. Heute passen sowohl Wind als auch Welle. Da gibt es natürlich Tage, wo es total ruhig ist. Das ist für die Urlauber. Und dann kommen auch viele Taucher und viele Naturbiologen und so. Und für den ist das Wetter egal. Bjarke ist einer von zwei Bornholmern, die 250 Kegelrobben Interessierten überhaupt zeigen dürfen. Man muss ganz leise sein, oder? Ja. Wie muss man sich am besten verhalten, damit man Robben beobachtet? Also die besten ist immer so, dass man kommt, so man hat einen Wind von vorne. Oder weiß, wissen die, dass man kommt, für die kann das mit die Nase so. Du bist ja ganz oft hier bei den Robben, ne? Ja. Sind die Menschen gewohnt? Sind die neugierig? Ja, also ich habe für 10 Jahre jetzt und immer mit die gleiche Motor, die kennst der Motor. So, wenn ich komme mit diesem Boot, dann kommt die eigentlich. Wir haben auf ein Segelboot, aber wenn ich komme mit dem Segelboot, dann kommst du nicht. Die kennen dich. Ja. Ja. Gerne auf diesen flachen Stein. Die essen am Tag und dann am Abend kommt es zurück. Und hier in der Nähe gibt es ganz wenig Fische. So, die schwimmt ungefähr 50 Kilometer pro Tag. Kommt zurück hier und dann liegt die da oben in die Abends, wenn die Sonne und das ist der Stein ist schön warm. Dann liegt die da und schlaft ein bisschen. So. Wir fahren ein Stück weiter, um die Robben aus dem Wasser zu beobachten. Gefährlich mit denen? Nee, also mit diesen Robbenart ist nicht gefährlich. Ja? Aber das. Da ist schon Besuch. Ich bin immer vorne und du bist immer ganz auf meiner Seite hier, ganz auf meiner Schulter. Ganz näher. Okay, ganz dicht beieinander. Ja, alles klar. Okay, gut. Alles klar? Ja. Ich freue mich. Bis zu 300 Kilo wiegen die männlichen Robben, nur halb so viel die Weibchen, erzählt mir Bjarke. Die Frauen sind so mehr feminin und schmal hier. Und die Männer haben schon ganz, ganz große Kopfhörer. Aber die Männer sind die Neugierigen, ne? Die sind immer so rausgekommen, so weg und haben sie geschaut. Ja. Wunderschön. Von Gudhjem aus fahren wir ganz in den Norden, in den ehemaligen Fischerort Ellinge. Der ehemals wichtigste Wirtschaftszweig der Insel ist seit diesem Jahr tot. Gaslecks in der Nord Stream-Leitung und Parasiten haben den Fischbestand drastisch verringert. Und die Robben fressen die letzten verbleibenden Fische vor Bornholms Küste, erzählt Bo. Er ist 23 Jahre jeden Morgen mit seinem Kutter rausgefahren. Jetzt kommt der Fisch vom Festland. Aber der ist gut, So Mangel habe voll Arbeit. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Viele haben eine neue Arbeit gefunden und machen heute etwas ganz anderes. Das ist echt ärgerlich, dass es so sein muss, wo wir doch so viel Fischgewässer rund um Bornholm haben. Dass die kleinen Küstenfischer jetzt nicht mehr rumfahren und frischen Fisch fangen und verkaufen können.
Küstfisker, der Kollege fangen nur Fisch, also selten nur Fressfisch. Jessica braucht Bos frischen Fisch für ihre Kunst. Hi. Two store pig bar. Yes. Für ihre Fischdrucke nutzt sie jetzt das, was vom Festland geliefert wurde. Ich nehme frischen Fisch, weil ich ihn mir quasi nur kurz borge, für die Zeit zwischen Meer und Teller. Ich kaufe den Fisch also nicht nur für meine Kunst, sondern um ihn am Ende zu essen. Just for art, we're doing it for eating. Die Künstlerin hat gerade ihr Haus und Atelier verkauft und baut sich mit ihrem Mann und ihrem Sohn ein neues Zuhause auf. So lange arbeitet die gebürtige Irin mit ihren Fischen im Gartenhaus eines Freundes. Wenn du mit Fisch druckst, betrachtest du ihn zum ersten Mal ganz genau. Die Textur, seine Schuppen und das Fischgesicht, das alles schaust du dir ja sonst nicht an. Es fasziniert mich, wie das eigene Auge mit jedem Pinselstrich dieses Kunstwerk der Natur ganz genau studiert. Es ist immer ein Balanceakt, den Fisch kalt genug zu halten, damit man ihn auch essen kann, und warm genug, dass man mit ihm auch drucken kann. Ich putze einfach nur dreckige Stellen von der Oberfläche und gucke, wo der Fisch wässert, wenn man draufdrückt. Siehst du? Denn dann würde der Druck nachher verlaufen. Jessica arbeitet mit drei verschiedenen ungiftigen Tinten. Gyutaku, Fischdruck. So heißt Jessicas Kunst in Japan. Dort sind Fischer schon vor knapp 200 Jahren mit Tinte und Reispapier rausgefahren, um ihren Fang zu dokumentieren. Es ist ein ausgeklügelter Prozess, komplett anders als gängige Druckmethoden. Bei anderen Druckprozessen kannst du die Intensität am Knopf einer Maschine einfach einstellen. Beim Fischdruck hingegen ist alles Handarbeit. Du musst den Druck des Fisches fühlen. Wie hart ist er? Wo sind die Tintenstellen? Es gibt so viele Variablen. Sogar das Wetter hat Einfluss auf den Fischdruck. Sie ist in England in einer Künstlerfamilie groß geworden, hat Design studiert und die Designabteilungen von internationalen Großkonzernen in Kanada, Belgien und Dänemark geleitet. Die Pandemiezeit hat sie mit ihrer Familie im Sommerhaus auf Bornholm verbracht und dort den Fischdruck für sich entdeckt. Inzwischen ist die Familie ganz von Kopenhagen nach Bornholm gezogen. Jessica hat ihren Designjob aufgegeben und viel über ihre neue Arbeit gelernt. Zum Beispiel, dass der richtige Stoff je nach Fisch entscheidend ist. Jeansstoff geht viel besser, um einen öligen, geräucherten Hering zu drucken. Das unterscheidet meine Arbeit von anderen Künstlern. Ich muss blind arbeiten. Es ist also immer eine Überraschung, wenn du den Stoff abziehst. Du hältst den Atem an und hoffst, dass es toll geworden ist und genau deinen Vorstellungen entspricht. Seitdem der Fisch knapp ist, druckt Jessica auch Blüten, Holz oder Früchte, je nach Saison. Es ist sehr beruhigend, mitten in der Natur zu sein und dort zu drucken. Das ist ja allgemeinhin bekannt, dass es für unseren Körper und Geist besser ist, wenn wir Zeit in der Natur verbringen. Indem ich die Natur abdrucke und diese Drucke teile, bringe ich ein bisschen Natur in die Welt anderer Menschen. Solange ihr die eigene Galerie fehlt, verkauft sie ihre Produkte über Kooperationen mit Restaurants, Hotels und anderen Designern und lagert ihre Kunst bei Freunden. Ich glaube, auf so einer kleinen Insel ist die Gemeinschaft offener und hilfsbereiter, obwohl viele Bewohner gar nicht von der Insel kommen. Kann sein, dass Bornholm diesen Effekt auf sie hat. Wer weiß das schon? Vielleicht sind wir alle offener, wenn wir in einer kleineren Gesellschaft leben. Jessicas übergangsweise gemietetes Ferienhaus liegt in Strandnähe. Am liebsten grillt sie den Steinbutt draußen mit Freunden und ihrer Familie.
Mir gefällt ihre Kunst. Ich habe es selber mal ausprobiert. Und das macht voll Spaß. Und ich liebe es. Es ist schön und majestätisch. I just love it. It's so majestic. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy, Happy Constitution Day. Constitution. That's okay. I can taste it, but it's here. I made friends so quickly. Ich habe hier so schnell Freundschaften geschlossen. Jeder hat mir geholfen. Ich habe viel mehr Zeit für meinen Jungen. Ich liebe meine Kunst. Ich bin gleichzeitig mein eigener Boss. Das ist so viel besser für uns als Familie. I can be my own boss and it's so much better for my family. Während die einen am unendlichen Strand grillen, müssen die anderen in der Innenstadt von Ellinge erst noch Platz schaffen. 1000 Gäste sollen in den Innenhof passen. Das erste Konzert zum Festivalauftakt an diesem Juliabend ausverkauft. Das ist der erste Tag und das heißt, zum Beispiel Zigaretten. Siehst du, die Dänen rauchen wie verrückt. Die meisten Inger Zigaretten in dem Gras und wir machen alles schön und sauber. Und erstmal alles ein bisschen nervös, der erste Tag und alle freuen sich. Wir haben 24 Auftritte, nächste viereinhalb Wochen. Der erste Tag muss schön gut laufen. Vor 24 Jahren kaufte Henrik die ehemalige Hotelanlage. Seitdem organisiert er Bornholms Sommermusikfestival Gästen. Denn hier kommt niemand nur kurz mit dem Tourbus vorbei. Dafür hat der Veranstalter Musikstudios und Apartments eingebaut. Es soll ein Ort für Urlaub und Austausch mit anderen Musikern sein, in einer hügeligen Umgebung mitten in Ellinge. Die Leute hier, Lokale lassen, die Künstler, die machen keine Selfies. Da ist immer Ruhe. Die kann hier rumlaufen, auf dem Strand gehen und es ist alle Ruhe. Die sind gewöhnt mit viel bekannten Leuten. Har du lyst til at hjælpe mig lidt? 'Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones you make me smile. Den Auftakt heute machen wie immer Dänemarks Superstar-Band Lucas Graham. Henriks Freund Lucas hat schon als Kind seine Tante jedes Jahr auf Bornholm besucht. Wir sind jedes Jahr hierher gekommen und dann als Teenager fand ich die Partys in Kopenhagen spannender und bin, glaube ich, 2012 mit 23 Jahren zum ersten Mal genau hier gewesen und habe Henrik kennengelernt. Er hat mir gleich das Zimmer einer seiner Töchter zum Schlafen gegeben und seitdem sind wir jeden Sommer wiedergekommen. Die Atmosphäre ist einfach toll. Es ist eins der intimsten und coolsten Festivals, denn man kommt den Künstlern wirklich ganz nahe in einer ganz ungewöhnlichen Umgebung. Wie in einem Hinterhof, nur mit richtig großen, bekannten Musikern, das ist super cool. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory. Some I had to leave behind, my brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61. Remember life and then your life becomes a bit. Schon vor Lucas' Grammy-Nominierung und den Platin-Platten hat Henrik den Sänger in der Kleinstadt auf die Bühne geholt. Meine Tochter Mercedes meinte, ey, du musst diesen Typen unbedingt nach Bornholm holen. Es war ein so lustiger Sommer. Ich denke, mein Song Drunk in the Morning beschreibt es am besten. Ja, tut er. Henrik hatte noch nie so viele Beschwerden von Nachbarn und der Polizei. Es war, als ob jede Nacht nie enden wollte. Yes, I know it's late.
Bornholm ist jedes Jahr für 3 Wochen mein Zuhause. Ich denke, ich nehme diese Ruhe mit mir nach Hause. Es gibt hier keine Autobahn. Das sind alles kleine Landstraßen. Und ich glaube, ja, irgendwie ist das eine ganz spezielle Art der Erholung für mich. There's a special sense of relaxing when we're here. Jackie und Niklas, ihr benutzt das Ding mit, Janel. Vom Nordosten geht es durch Wälder in den Nordwesten, dort wo Bornholms Wahrzeichen über den Klippen thront. Die Bergruine der Mittelalterfestung Hammershus liegt mitten im Naturreservat, genau neben unserem letzten Stopp. Der Opelsø. Dort, wo bis in die 1970er Jahre die größte Granitmine Dänemarks stand, liegt heute ein Freizeitparadies. Jeden Morgen müssen Jonas und seine Kollegen 290 Meter ultrastabiles Dynamerseil über den See bis zur gegenüberliegenden Felsklippe spannen und abends wieder abbauen. Im Naturreservat darf die Zipline nicht dauerhaft hängen. Wir haben verschiedene Posten, die zusammenarbeiten müssen, damit wir in den Tagesbetrieb starten können. Wenn die Gäste kommen, muss ihnen auch jemand die Sitzgurte anlegen und dann stehen nochmal Mitarbeiter ganz oben, um zu kontrollieren, ob die Gurte auch wirklich richtig geschlossen sind. Bis zu 200 Menschen stürzen sich im Sommer pro Tag an den Seilen hinunter, erzählt Jonas. Das ist aber hoch hier. Ja, sehr hoch. Okay, Lisa, ich hänge dich ein. Hast du Tipps für mich? Ganz ruhig bleiben. Der schlimmste Moment ist der Absprung. Wenn du erstmal fliegst, ist alles viel schöner. Genieß den Ausblick. Ich hake dich jetzt aus. Okay. Wie tief geht's da runter? 48 Meter. Wow, ganz schön mutig muss man sein. So tief geht es hier hinunter. Und mutig sind auch die Bornholmer, denen wir hier begegnet sind. Aussteiger und Kopenhagener, die hier einen Neuanfang gewagt und ihr Glück auf Bornholm gefunden haben. Und vielleicht haben Sie ja auch einen Grund gefunden, in dieser Folge einmal auf der Sonneninsel Bornholm zu campen. Falls nicht, können Sie in der ARD-Mediathek noch einmal in dieser Folge in Ruhe danach suchen, bis zum 3. November. Denn dann ist meine Kollegin Linnea Quiske mit einem neuen Ostsee-Report-Abenteuer für Sie am Start. Machen Sie es gut! Bis bald!